Mir ist gerade richtig dunkel hier. Und zwar ist es nach Berlin gegangen zum Saios Event. Habt ihr wahrscheinlich schon am Anfang gesehen, unterstützt durch Saios. Und da vorne steht auch schon Saios Academy. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und meine Haare, die habe ich einfach nur über Nacht geflochten. Und das ist da draus geworden. Und die hier oben sind ja jetzt voll platt. Aber gehen wir mal rein. Hallo. Hi. 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 Tara, freut mich sehr. Hallo. Herzlich willkommen. Ich bin Rene. Hallo. Hi. Hi. Freut mich. Hi. Wie geht's? Dankeschön. Hey, Kisu. Tara. Ja, bei euch wieder so gut. Warum jedes Mal, wenn ich dich sehe? Was ist das? Loving the attention. About to blow another dimension. I already know. I know you can feel it. But what you got yourself into? What you got yourself into? What you got yourself into? I can feel your eyes on me. Was mache ich denn schon? Von Henkel Beauty Care. Und es wäre super, wenn du uns einfach so ein bisschen mal erzählst, wie das alles eigentlich mal zustande gekommen ist. Schön Strauß voller Blumen, weil wir heute nämlich ein Geburtstagskind hier haben. Magst du mir eine Blume einmal haben? Ich Happy birthday to you! Can you take the seat? Quite a loose braid through the top. What we want today, so I'm going to cheap amount of money and get a salon looking colour. On the back section there, just got sides to do, which won't take me. Fashion Institution of Technology in New York studiert. So, ihr habt gerade gesehen, die Masterclass ist vorbei. Hat sich ja so ein bisschen gezeigt. Da hat er nämlich zwei verschiedene Frisuren, also eine Frisur und eine die Haare pink gefärbt. Und ich gehe jetzt zu einer, die so Haarschmuck macht aus so Diamanten oder aus Kristallen. Aus Kristallen, glaube ich eher. Ich würde mich gerade kurz machen, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall zu ihr. Wir basteln uns Kronen. Auf der Fashion Week von Dolce & Gabbana, da waren ja auch ganz viele Krönchen in den Haaren der Models und deswegen stellen wir das jetzt hier nach. Would I let you go if you left me? Would I let you go if we're standing miles apart? I did a domino, I will let you know through vibrations of me. Would I let you go if you left me? Would I let you go if we're standing miles apart? I'd be a domino, you will feel my flow on the ground. Ich wollte das gerade als Treppe nehmen. Ist das die Treppe? Das ist die Treppe. Das hätte eine Blonde sein können. Ja. Und hier ist mein nächster Interviewgast. Hi. Hallo. Das ist so eine riesen Spülung, die einfach nicht leer geht. Wisst ihr, man lernt ja noch einiges von euch mir. Die Blondinen haben dann das Problem mit dem Gelbstich. Und dann Silberschatten. I get weak with you, my kryptonite. I'm yours, until the morning light follow through. I'll stay tonight, together we go like domino. Together we fall. Would I let you go if you left me? Would I let you go if we're standing miles apart? I'd be a domino, I will let you know through vibrations of me. Would I let you go if you
standing miles apart. Zurück im Hotel. Steffi und ich schlafen hier in einem Zimmer. Tada, was für ein geiles Bett. Ich zeige euch mal kurz das Zimmer. Und da, also ihr seht, da stehen schon mal die ganzen Sachen. Da ist mein Koffer. Und hier steht eine Goodiebag. Und hier ist so ein mega schöner Sessel. Hier ist das Bild, was ich vorhin gekriegt habe. Und dann noch selbst. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich habe dann selber noch so beklebt. Und ich finde, das ist richtig schön geworden. Dann, das ist mein Abendoutfit. Das ist von Zara, so eine Hose mit so Schlitzen hier. Und ja. Carmen! Da ist ihre Handyhülle wieder. Mit einem Autogramm. Ist okay. So, wir sind jetzt schon wieder bei der nächsten Location angekommen. Und zwar gibt es hier Essen. Das ist voll der schöne Ausblick. Und hier ist Nina. Erinnert ihr euch an Nina? Ja. Ja. Verlinkt euch mal den Kanal der Infos, und könnt ihr euch erinnern. Das ist voll, ne? Das ist voll cool, dieses Städtchen. Ja, ist voll praktisch. Den Link findet ihr in den Link. Das hier ist da. Schmeckt? Ja, man weiß nicht genau was. Brownie mit Kirsche und Vanille, glaube ich. Und ein Blatt. So, wir sitzen in einem Bus. Ich habe die Aminata wieder gesehen. Hallo. Ich habe sie original vor 2 Jahren gesehen, habe sie wiedererkannt. Ich so, Aminata, sie so, wer bist du denn? Aber krass, oder? Sie lernt so viele Menschen kennen und sie kennt mich einfach noch. Ja, weil du bist unique. Du bist eine nette Person. Oh, ja. Ich habe mich kaputt gelacht mit ihr. Findet sie natürlich auch in der Infobox. Wir machen das jetzt mit unserem Schulbus hier. Wo keiner drin sitzt, außer mir. Ja. Wir sollten eigentlich so ein Schullied noch singen. Oder so ein Malle-Song. Ja. Schreib uns mal ein Schullied in die Kommentare. Das singen wir dann nächstes Mal. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. Los. Steffi, ich krieg den Schlüssel nicht raus. Guten Morgen! Wir gehen jetzt frühstücken. Ja, und dann machen wir uns mal fertig, weil heute geht es nämlich weiter mit den Drehs. So, wir sind zurück vom Frühstück und ich werde mich jetzt mal fertig machen. So Mädels, ich bin gerade zur Location gelaufen. Das ist echt nicht weit, das ist einfach nur um die Ecke. Einfach nur 2 Minuten zu Fuß und ich bin gestern einfach komplett in den ganzen Block gelaufen, weil ich dachte so, Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt da. Hier oben? Nee. Wo steht das denn? Hä? Ach, hier seitlich. Hier steht es auch nochmal Do It Yourself Size Academy. Und ich gehe jetzt mal rein, mal gucken, was sie mit meinen Haaren machen. Hier sind überall riesen Kameras. Da. Und da. Oh, ich fange jetzt an mit meinem Dreh. Ich gehe jetzt nach hinten und das ist so cool. Das ist nämlich 4K. Das ist in 4K, ist das nicht so. Ihr seht das dann ja in meinem Vlog. So, jetzt dann gleich. Ist das halt so richtig 4K gedreht. Gucken wir hier, das ist so nett. So, this is the style you're going to be going for, yeah? How are you going to be achieving that? I think I'm going to use a curling wand. Yeah. Do you want me to use any, or do you think it's good to use any products before I do this? But I think kind of keeping your hair as natural as possible yeah. is best, because afterwards we're going to really want to brush it out to get that S wave. Okay. And, if the hair's got too much product in, it can be a bit sticky. Mm-hmm. And you ideally just want it as natural as possible, you know? Yeah. So, ich habe euch ja gerade von der 4K-Aufnahme erzählt. Die ist sie. Wie findet ihr das? Ich finde das so mega. Aber abgesehen davon werde ich euch jetzt einen Hairstyle zeigen. Und zwar geht es um das Do-It-Yourself-Hair.
Style. War das richtig gesagt? Zwar sieht das so aus. Ihr könnt das online finden. Ich verlinke euch das auch sehr gerne mal in die Infobox. Dann könnt ihr Schritt für Schritt das genau so nachmachen, wie ich das jetzt machen werde, weil gestern habe ich die Locken halt echt schön hingekriegt. Ich hatte super viele Komplimente. Ich habe halt nur abgelesen und nachgemacht. Das schafft, glaubt jeder. Deswegen werde ich mal beim ersten Schritt anfangen. Hier steht How to und es sind insgesamt 6 Schritte und unten drunter steht auch, was man braucht für den Style. Und hier steht die Haare gründlich waschen, die habe ich heute Morgen gewaschen, einen Scheitel ziehen und mit einer großen Rundbürste vom Ansatz bis in die Spitzen trocken föhnen. Ich habe die jetzt normal geföhnt, weil mein Haar hat schon ziemlich viel Volumen so von Natur aus. Wenn ihr es schafft, mit einer Rundbürste durchzugehen, dann könnt ihr sehr gerne einen nehmen. Hier ist zum Beispiel einer. Ersten Schritt, den habe ich schnell erledigt. Dann kommen wir beim zweiten Schritt zum Hitzesturz. Und zwar ist das dieser hier. Den habe ich auch gestern schon verwendet. Und komischerweise haben meine Locken mega lange gehalten. Ich weiß nicht, ob das an dem Hitzeschutz lag oder an dem Haarspray, was ich danach benutzt habe. Aber dieser Hitzeschutz nennt sich Satin Finish Spray. Und er hat einen Anti-Frizz-Effekt. Das sprühe ich mir jetzt mal in mein komplettes Haar. Nicht in die Augen, wie ich das gerade gemacht habe. Dann kommen wir zum dritten. Einzelne Strähnen mit dem Kamm abtrennen. Ihr könnt das auch ohne Kamm machen. Ich werde das ohne Kamm machen. Einfach mit den Fingern hier so seitlich durchgehen und dann nochmal eine Klammer gleich nehmen und hier oben einen wunderschönen Dot kreieren. Die Strähne auf einen Lockenstab mit einem großen Durchmesser vom Gesicht wegdrehen. Hier steht übrigens Gewicht, nur so. Die Strähne auf einem Lockenstab mit einem großen Durchmesser vom Gesicht wegdrehen, kurz warten und wieder ausdrehen. Mein Lockenstab ist schon warm, ich habe den ziemlich heiß gestellt, weil meine Haare sonst die Locken nicht wirklich lange halten. Und ich fange immer hier hinten an. Ich nehme auch, wie besagt, eine dicke Strähne. Falls ihr Knoten drin habt, dann könnt ihr das nochmal durchkämmen. Ich gehe am liebsten einfach nochmal so mit den Händen locker durch und dann vom Gesicht wegdrehen. Ihr könnt das natürlich unter die Spange machen, also dieser Lockenstab hebt das auch so mit dieser Klammer. Passe ich die Locke so ein bisschen außen an und gucke, ob die heiß ist. Müsste es fertig sein, könnt ihr das so fallen lassen. Da habe ich gerade einen super Trick gelernt. Und zwar einfach 2 oder 3 Finger nehmen und die Locke wie beim Lockenstab nochmal drumherum legen. Dann könnt ihr euch nochmal so eine Spange nehmen und einfach hier so durch dann fallen lassen. Und dann hebt das die Locke hier nochmal fest und dann kann sich das Haar so festigen. Also das kühlt dann so aus und die Locke bleibt dann auch so am allerlängsten. Ich versuche es jetzt mal nochmal mit der Klammer. Das geht ja eigentlich auch ganz easy. Ja, so braucht man es nicht mit den Fingern festhalten. Noch eine Hand frei, falls man auf Snapchat posten will. Dann könnt ihr das hier nochmal außen anfassen. Da die Locke jetzt ziemlich, also die war jetzt nicht so dick, kann ich die auch relativ schnell wieder loslassen und dann einfach wieder mit einer Klammer befestigen. So, und das machen wir jetzt einmal. Ciao. Das machen wir jetzt einmal komplett den ganzen Kopf. Wichtig ist, dass ihr einfach nur von eurem Gesicht wegdreht. Dann werden es halt diese ordentlichen, was heißt ordentlichen, aber dann wird es halt genauso wie auf dem Bild. Also wenn ihr das genauso haben wollt, dann dreht das immer von eurem Gesicht weg. Dann nehme ich mein Deckhaar runter und mache da weiter. So, dann stecke ich nochmal die eine Seite weg, damit die mich nicht stört. Vorsichtshalber gebe ich nochmal kurz Hitzeschutz drauf, dieses Satin Finish nochmal. Ich habe mir vor allem auch diesen Hairstyle ausgesucht, weil das ungefähr dieselbe Haarfarbe hat, wie ich sie habe. Und deswegen dachte ich so, dann kann ich mir das irgendwie am besten nochmal vorstellen. Und dann einfach wieder mit einem Clip durch. Auf dieser Seite habe ich ein bisschen mehr Deckhaar, deswegen werde ich das Ganze hier nochmal für die allerletzte Strähne abteilen, weil ich finde, dass das oberste Deckhaar das Wichtigste ist, deswegen trenne ich das hier nochmal ab. So, jetzt kommt die letzte Strähne hier oben. Muss ich nur noch 2 Strähnen locken, dann bin ich fertig. Natürlich drehe ich das Ganze auch wieder vom Gesicht weg. Ich mache das generell, wenn ich mir Locken mache, auch wenn ich sie durcheinander mache, mache ich das generell so, dass ich mir das letzte so vom Gesicht weg locke, damit mir die Locke nicht im Gesicht hängt. Die allerletzte Strähne. Und glaubt mir, wenn jetzt ihr denkt, mein Arm tut nicht weh oder so, es tut weh von dem ganzen Halten, aber ihr müsst durchhalten. Ach, das tut echt weh hier. Ich lass mal los. Und dann fange ich hier unten an, weil die sind echt schon ausgekühlt, das die ganzen Spangen hier wieder rauszunehmen. Also einfach unten rausziehen. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz das Bild. Das sieht so aus. Und könnt ihr das erkennen? Ja, das sieht so aus. Und das ist mir hier noch so ein bisschen zu definiert. Steht jetzt nicht als weiterer Step da, aber ich würde mir jetzt einfach nochmal mit den Fingern so ein bisschen durch die Haare gehen. Ich habe mir jetzt doch nochmal einen Kamm genommen und werde nochmal leicht
über die Wellen. Ja, seht ihr, das ist voll der Unterschied. Diese Locken sind einfach viel softer und femininer als diese Locken. Das ist so super gemacht. Das ist halt so zu viel Make-up und man erkennt, dass es zu viel Make-up ist. Aber das ist halt einfach viel softer. Also ich mag das viel lieber. Ihr könnt das natürlich so lassen. Gibt keine Regeln. Aber ich kämme das sehr gerne nochmal durch. So, und ich nehme jetzt das Full Hair 5 Hairspray. Haarspray von Syos in der Stärke 4. Es gibt noch 5, falls ihr noch stärkeren Halt braucht. Aber das ist hier dieses Lila, ne? Und das ist mein erstes Mal, dass ich das Lila teste. Ich habe das Grüne zu Hause, was ich immer benutze. Das Haar hier an. Und dann sprüht einmal hier so drüber. Haltet das kurz fest, damit das Haarspray auch schön trocknet. Und guckt mal, das glänzt auch richtig schön, das Haar. Und dann könnt ihr das loslassen, dann habt ihr so Volumen. Festhalten, so drüber sprühen, kurz warten, eben kurz drüber föhnen oder kurz warten, geht beides. Und dann kriegt ihr so richtig voluminöses Haar. So sah das aus. Hier waren die ganzen Schritte. Nee. Hier waren die ganzen Schritte erklärt, hier, was ihr halt dafür braucht. Und das findet ihr halt alles nochmal in der Infobox. Es sind verschiedene Hairstyles, da könnt ihr nochmal gucken, was ihr nachmachen wollt. Und das gibt es alles ab Mitte Mai. Also ab Mitte Mai könnt ihr gucken, Do-It-Yourself Academy, könnt ihr das alles zu Hause nachmachen. Das ist wirklich easy erklärt. Das ist wirklich nichts, was nicht jeder zu Hause machen kann. Was ich euch noch sagen will, am Ende des Videos verlose ich noch eine Syos-Box im Wert von 100 Euro. Also wirklich, da sind Bürsten drin, die ich auch bekommen habe, die sind mega und Produkte drin, aber die zeige ich euch nochmal zu Hause, weil ich die zu Hause liegen lassen habe, aber ich zeige euch das dann alles im Detail und dann werden wir fertig mit meinen Haaren. Was sagt ihr? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich find's mega. So Leute, ich habe gerade das Paket abgeholt und zwar genau das hier. Ich habe euch ja gesagt, ich kann... Ey, guck mal, meine coole Hose. Die ist doch süß, oder? Ich wollte euch kurz den Inhalt des Pakets zeigen, deswegen ich nehme das mal mit aus meinem Bett. So, ich habe euch jetzt nochmal ein bisschen höher gestellt und meinen Hintergrund noch angemacht, damit es ein bisschen cooler aussieht. Und ich mache jetzt erstmal das allererste auf, das habe ich nämlich auch. Das finde ich mega, mega süß. Ich fühle schon direkt, was es ist. Genau, es ist dieses Armband und so, jetzt könnt ihr es richtig sehen. Und zwar ist da ein Haargummi drumrum und hier drin steht auch Do-It-Yourself Syos Academy. So, dann machen wir weiter und zwar haben wir hier zweimal was drin, was ich richtig cool finde. Und zwar ist hier Supershot Sofortreparaturkonzentrat für stark geschädigtes und kraftloses Haar, korrigiert Haarschäden der letzten 2 Jahre. Und das hier, das habe ich nämlich auch, das macht man in... Handtuch trockenes oder trockenes Haar 1 bis 2 Mal die Woche und das repariert halt das Haar. Das ist so ein Serum, genau, für geschädigtes und koloriertes Haar, sofortige Tiefenreparatur, Geschmeidigkeit und Glanz. Dann haben wir hier noch ein Syos Pastel Spray. Das war ganz cool. Da war nämlich ein blondes Mädchen und der Paul hat ihr damit die Haare gefärbt. Er hat das einfach in nasses Haar. Dann hat er die Haare geföhnt und danach hatte sie so pinkes Haar. Also hier an der Seite sieht man das nochmal. So, dann haben wir hier noch zwei Haarsprays drin und zwar einmal das Fiberflex flexibles Volumen Haarspray, schnell trocknen, kein Verkleben, in der Stärke 4, so sieht das aus. Und dann haben wir hier noch einmal das Keratin Haarspray, auch in der Stärke 4. Ich finde, das sieht ja mega hochwertig aus. Also, ne? Das ist so gold, schwarz, voll meine Farben. Da ist hier noch der passende Schaumfestiger drin, das ist auch von Fiberflex, der Schaumfestiger, auch in der Stärke 4. Und da steht halt extra noch dabei, dass es für Volumen geeignet ist. Dann haben wir noch Shampoo und Spülung und zwar bei beiden steht drauf, Millionen neue Haarfaserbindungen jeden Tag, auch von der Salon Plex Reihe. Hier ist einmal die Spülung, hier einmal das Shampoo. Die das nochmal von Namen sehen. So, dann können wir das schon mal alles wieder reintun. Und dann ist hier halt noch von Holzrichter. Ich finde die Tasche mega. Also ich lege das hier einmal zur Seite. Holzrichter macht so Ledertaschen ohne Chemikalien, also ohne diese schädlichen Chemikalien drin. Und die sind sehr ökofreundlich. Also hier sind 2 Rundbürsten drin. Ich bin gerade mega dabei, mir das Föhn mit den Rundbürsten beizubringen. Also wenn ihr dazu ein Video wollt, könnt ihr mir das sehr gerne sagen. Und die haben halt so Noppen außen. Das tut dann nicht so weh an der Kopfhaut, weil ich habe immer das Problem, dass es halt mega weh tut an der Kopfhaut, wenn man mit der Rundbürste durchgeht. Dann ist hier noch eine Bürste drin. Und hier hinten steht auch Syos Do It Yourself Academy drauf. Hier ist noch so ein Toupierkamm drin. Ich gehe mal so zur Seite, dann kann ich das besser fokussieren. Und noch so ein normaler Kamm. So, ich habe das Ganze jetzt einmal versiegelt. So, ich kriege das hier nicht richtig zu, weil das so voll ist mit Goodies, Mädels. Ich habe das auf jeden Fall wieder festgeklebt. Komplett Do-It-Yourself.
Genau, ich hoffe, euch gefällt natürlich der Inhalt auch so gut wie mir. Ich habe auch ein Paket bekommen, welches komplett auf mich abgestimmt worden ist. Aber das zeige ich euch in meinem zweiten Video. Da wird es um Frisuren gehen, die ich euch zeigen werde, wie man die Produkte halt auch selber zu Hause verwendet. Und das Einzige, was ihr machen müsst für diese Verlosung, ist einmal in die Kommentare schreiben, was euer liebstes Haarprodukt ist. Und beim zweiten Video verlose ich halt noch so ein Paket. Das ist halt alles wirklich einen Wert von 100 Euro. Das werde ich am 10. Mai auslosen. Da ist nämlich mein Geburtstag. Und da dachte ich, da mache ich euch eine Freude. Ich glänze mega. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Sias-Video schneiden, damit das auch schnell wie möglich online gehen kann. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei Sias für die wundervolle Einladung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Berlin. Das war super, super schön alles gemacht. Ich blende euch auch beim zweiten Video noch ein paar Bilder ein, so von der Location und so, weil es war halt echt gut und sie haben sich echt sehr, sehr, sehr viel Mühe gemacht. War ein super Team, also tausend Dank dafür. Und euch natürlich auch tausend Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend, wie auch immer. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.